Alter, ich gehe nie wieder, in einen Wald rein. Und auch noch nachts. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Was? Was war das? Hallo? War wohl nichts, hoffe ich. Okay. Oh, da, da ist noch so einer. Da. Was steht denn da? D-E-G-A. Ich mal mit. Wow. Fickte Scheiße. Was war das? Fucking Wald. Fucking fuck. Okay. Okay. Wo ist? Oh. Oh, Scheiße, ey. Moment, da! Noch ein Zettel! Ah. Moment mal. Warum sammle ich eigentlich Zettel? Na egal. Was steht denn da drauf? F. U. Verstehe ich nicht. Ha, noch ein Zettel. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Was passiert denn eigentlich? Egal, das schaffe ich. Okay, verfickte Scheiße. Ah! Ah! Malte? Vollidiot. Warum war dieses Spiel nochmal so erfolgreich? Aber naja. Moin moin und herzlich willkommen. Ich habe mich in letzter Zeit gefragt, warum spiele ich eigentlich so gerne Horrorspiele? Aber bevor wir der Frage mal auf den Grund gehen, würde ich sagen, machen wir es hier ein bisschen festlicher. Bis gleich. Naja, zumindest ein bisschen besser. Aber warum spiele ich gerne Horrorspiele? Und vielleicht auch ihr? Ich meine, ist Angst nicht etwas, was man umgehen sollte? Und trotzdem bin ich riesiger Fan von Spielen wie Silent Hill, Resident Evil, Project Zero oder Alan Wake oder wie sie alle heißen. Aber woran liegt das? Resident Evil. Ich weiß noch genau, warum ich unbedingt Resident Evil einspielen wollte. Es war einfach ab 18. Es waren Zombies drin und man konnte, wie ich gehört hatte, denselbigen die Köpfe abschießen. Ja, zu der Zeit war sowas auf dem Schulhof ein Thema. Zensur in Spielen und Filmen war, was Gewalt anging, deutlich strenger wie heute. Filme, die zu der Zeit auf dem Index waren, sind heute freigegeben ab 16. Siehe John Carpenters Das Ding. Oder die Uncut-Versionen von Wes Cravens Nightmare on Elm Street. Und wie es bei jedem Jugendlichen so ist, sind die verbotenen Dinge natürlich die interessantesten. Und so war alles ab 18 natürlich ein Must-Play. Und genau das war der Grund, warum ich Resident Evil spielen wollte. Und später Spiele wie Quake 3 oder einige andere Sachen. Der Reiz des Verbotenen. Und das muss ich ja nicht unbedingt auf Horrorspiele jetzt beziehen. Und mittlerweile ist sowas auch kein Auslöser mehr, warum ich ein Spiel unbedingt spielen will. Ich meine, mittlerweile bin ich erwachsen. Papa, krieg ich ein neues Spiel? Wario. Ich will Terranigma! Ich will Terranigma! Wie war das? Erwachsen? Oder auch so ähnlich, aber egal, wie dem auch sei. Warum spielen denn andere gerne Horrorspiele? Oh, was könnte jetzt wohl passieren? Wahrscheinlich ein Gastauftritt von einem anderen YouTuber. Wahrscheinlich auch noch diesen Dengeki Gamer. Vielen Dank, dass du jetzt die Überraschung vorweggenommen hast. Aber ich würde sagen, gucken wir doch mal beim Dengeki Gamer rein. Gruselspiele. Der blanke Horror in Videospielform. Warum tut man sich das eigentlich persönlich an? Manche machen es einfach nur der Umgebung wegen. Manche einfach nur, um mal wieder Monster zu sehen. Bei mir ist es eher so, dass ich manchmal einfach gerne spüre, wie das Blut durch die Adern fließt, das Herz pocht oder einfach nur diese
Schrecksekunden, die einem das Spiel geben. Das Ganze in einer sehr kontrollierten Umgebung, wo ich teilweise bestimme, ob es gut ausgeht oder nicht. Das ist wohl das, was mich persönlich am meisten an Grusel- bzw. Horrorspielen interessiert. Und manchmal sind es auch die Überraschungen. Na, war wohl eine doofe Idee. Oh, nicht noch so eine Hammel. Ich muss sagen, der Manuel hatte einen guten Punkt. Das Faszinierende ist ja bei einem guten Horrorspiel, dass es, wie eben gesagt, einen das Herz höher schlagen lässt. Und dabei befindet man sich ja nie in einer wirklichen gefährlichen Situation. Und doch ist man völlig ins Spiel gezogen. Also könnte es die Stimmung und dadurch der heraus resultierende Immersionsgrad sein, warum ich so gerne Horrorspiele? Naja, spiele? Einer der Punkte, die man immer hört, ist ja, dass ein Horrorspiel oder auch Film steht und fällt durch seine Atmosphäre. Und die muss nicht unbedingt bei jedem funktionieren. Zum Beispiel ein Horrorspiel, was ich persönlich eher schlecht empfand, war Amnesia: The Dark Descent. Und der Grund dafür war, dass ich mich einfach nicht ins Spiel einfühlen konnte. Und so war es mir egal, was mit mir oder um mich herum passierte. Natürlich gab es hier und da mal ein paar Jumpscares, die mich zusammenzucken ließen, aber so wirklich gegruselt war ich von dem Spiel nicht. So kommt es gerne vor, dass manche sagen, Amnesia sei eines der gruseligsten Spiele überhaupt und andere, wie ich, sagen eher, meh. Da hat dann die Immersion in das Spiel nicht funktioniert. Also die Anspannung, der Schreck, das freigesetzte Adrenalin und Endorphine, also Glücksgefühle, scheint ja irgendwie das Besondere bei Horrorspielen zu sein. Aber ist das nicht sehr anstrengend für den Spieler selber? Und müsste es da nicht einige Leute geben, die sowas gar nicht spielen können und auch gar nicht spielen wollen? Ich glaube, wir sollten mal beim Olli von Die Wutbürger reingucken. Der hat nämlich, glaube ich, eine andere Sicht auf Horrorspiele. Ja, hallo Leute. Warum spiele ich gerne Gruselspiele? Tja, das ist in meinem Fall im Prinzip ziemlich kurz erklärt. Ich spiele sie nicht gerne. Ja, warum spiele ich diese Spiele nicht gerne? Also dieses Spielen unter der ständigen Anspannung hinter der Tür steht ein Zombie oder was weiß ich, oder da steht jetzt gleich einer auf oder da kracht was runter. Das erzeugt in mir so ein ständige Anspannung, und durch diese ständige Anspannung verliere ich also ziemlich schnell Bock an dem Spiel zu haben. Ne? Geht mir dann in relativ kurzer Zeit ziemlich stark auf den Keks. Naja, es gibt im Prinzip auch vielleicht ein paar Ausnahmen. Also nehmen wir mal an, die Dead Space Reihe zum Beispiel. Dead Space 1, 2, 3 vielleicht. 3 ist ja schon wieder ein Shooter, könnte man, oder fast ein Shooter, könnte man jetzt lange drüber diskutieren, will ich gar nicht an der Stelle. Aber Dead Space 1 und 2 zum Beispiel würde ich nie selber spielen. Ich wüsste ganz genau, boah, das geht gar nicht, ne? Aber ich habe mir zu allen drei Dead Space Teilen ein Let's Play angeguckt. Ich habe mich köstlich darüber amüsiert, wie sich da alle in die Hose gemacht haben und erschrocken haben an der einen oder anderen Stelle. War richtig gut. Aber letzten Endes selber spielen würde ich es nicht. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Resident Evil 5. In ziemlich unregelmäßigen Abständen treffe ich mich mit einem Kollegen. Tja, da war es mal wieder soweit. Wir haben bei meinem Kollegen die Spiele alle durchgeguckt, was können wir spielen. Nix gefunden. Da haben wir uns dann überlegt, wir fahren mal zur Videothek und schmeißen da mal den Stapel um. Und ja, dann standen wir auf einmal vor diesem Resident Evil 5. Und ich sagte schon so, nee, Resident Evil, das ist nichts für mich und so, nee, das geht mir nach kurzer Zeit schon auf den Sack und dann habe ich keinen Bock mehr und so weiter. Mein Kollege so, doch, das nehmen wir jetzt mit und ja, stell dich mal nicht so an und so. Ne? Ich so, ja gut, dann schauen wir einfach mal. Ne? Ja, gesagt, getan, sind wir dann wieder zu meinem Kollegen zurück, Spiele eingelegt und ich muss sagen, es war richtig gut. Ich fand es aber auch gar nicht gruselig, also von daher, es ging. Wir haben dann also gezockt und auf einmal war es 8 Uhr morgens. Ja, der letzte Endboss lag mit dem Gesicht im Dreck. Da war es durch. Und da habe ich mir doch schon gedacht, so, wow, das war nicht schlecht. Also wenn ich mich zum Beispiel an die an eine der früheren Resident Evil Teile erinnere, auf der PS1 zum Beispiel, das hat mein Kollege auch gesuchtet damals. Das fand ich total, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das war gar nichts für mich. Aber dieses Resident Evil 5, da muss ich sagen,
Das war schon ordentlich. Das hat richtig Laune gemacht. Aber so kann es gehen. Wie gesagt, der ganze Zombie-Hype, der da im Moment herrscht, oder vielleicht flaut es auch gerade wieder so ein bisschen ab. Ich finde, es flaut ein bisschen ab in letzter Zeit. Ist mir auch völlig, völlig am Hintern vorbeigegangen. Da habe ich mich gar nicht so für interessiert. Wie gesagt, aber Videospiele sind Geschmackssache. Vielleicht teilt einer von euch meinen Standpunkt oder ist halt auch anderer Meinung. Wie gesagt, es ist Geschmackssache. Wenn ihr die Spiele gerne spielt, ja, warum nicht, ne? Es dient alles dem Entertainment. Ich wollte auch nur mal meinen Standpunkt dazu sagen. Und von daher, viel Spaß beim Spielen. Bis dann. Also zusammengefasst kann man wohl sagen, die Atmosphäre des Spiels, der Immersionsgrad des Spielers und naja, das Gefallenfinden an der Anspannung und das Schlagen des Herzens scheinen wohl die wichtigen Pfeiler bei einem Horrorspiel zu sein. Und wenn ich an die Spiele zurückdenke, die ich mit am gruseligsten fand, also Project Zero 1 und 3, treffen die Punkte alle auf mich zu. Die Anspannung bei den Spielen war sogar so stark, dass ich meistens nach 2 Stunden aufgehört habe zu spielen oder zumindest eine längere Pause gemacht habe. Aber wo genau war der Punkt? Also das Spiel, was den Spaß an dem Genre Horror zur Folge hatte? Ich glaube, das Spiel, was mein Interesse an Horrorspielen geprägt hat, war Silent Hill 2. Vorher hatte ich zwar Resident Evil 1 und 2 gespielt und ja, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit den Spielen. Doch wenn ich dran denke, was mich das erste Mal so richtig gegruselt hat, würde ich Silent Hill sagen. Resident Evil war dann doch eher stressig durch das Item-Management und hatte mehr so die Schrecksekunden als richtigen Horror. Wait, don't shoot! Get down! Silent Hill 2 ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Horrorspiel. Alles fühlt sich in diesem Spiel einfach nicht richtig an. Also falsch, wenn das Sinn macht. Allein die Ausgangslage des Spiels. Man bekommt einen Brief von seiner Frau, die schon mehrere Jahre verstorben ist. Und trotzdem macht sich James Sunderland auf nach Silent Hill, um den Ursprung dieses Briefes nachzugehen. Die ersten Einstellungen in einer Rasttoilette geben einem schon ein sehr komisches Gefühl. James sieht nicht gerade sehr gesund aus und dann der Blick auf Silent Hill selber. Da weiß man schon gleich, da kann nichts Gutes bei rumkommen. Und als man sich aufmacht, bemerkt man gleich den sehr ungewöhnlichen Nebel. Kurze Zeit später kommt man dann auf einen Friedhof und man trifft den ersten Menschen aus Silent Hill. Und auch hier fällt wieder auf, dass alles nicht richtig ist. Es ist das Gesamtpaket von James, der Stadt und den Menschen, die man trifft, das alles einfach auf irgendeine Art und Weise schon falsch erscheinen lässt. Und das direkt am Anfang des Spiels. Und so kommt man sich sehr schnell einsam vor und man merkt, dass bei den Menschen James so ziemlich noch der Normalste ist. Und dann diese sehr komische Stadt mit irgendwelchen Viechern auf einer Mission, die schon vom Start aus keinen Sinn macht. Und dann noch die Musik, die in Silent Hill 2 sehr viel melancholischer klingt und bei weitem nicht so harsch und aggressiv wie beim ersten Teil noch. So baut sich das Spiel perfekt zu der ersten Gegnerbegegnung auf. Und auch hier fragt man sich, warum, wie und weshalb? Alles in Silent Hill 2 greift einfach perfekt ineinander. Und ich muss sagen, es ist nicht nur eins meiner Lieblingshorrorspiele, sondern auch eines meiner Lieblingsspiele allgemein. Und ich kann es euch allen nur sehr, sehr empfehlen. So kann ich definitiv sagen, das Spiel, was mich auf den Geschmack von Horrorspielen gebracht hat, war Silent Hill 2. Und den Nervenkitzel und Adrenalin, was ich bei einem guten Horrorspiel empfinde, möchte ich auch nicht mehr missen. Wobei da natürlich die Betonung auf einen guten Horror liegt und kein Slender oder Five Nights at Freddy's. Und mich würde jetzt interessieren, spielt ihr gerne Horrorspiele? Und naja, welches Spiel hat euch auf den Geschmack gebracht? Oh, da fällt mir ein. Sehr cool, ich habe dieses Jahr sogar mein eigenes Halloween-Special überlebt. Jetzt ernsthaft? Boah, warum habe ich mir diesen Scheiß überhaupt reingezogen, ey? Ah, verdammte... Und vergesst nicht, spielt, habt Spaß und bis denne. Ja, machen wir.
auch mal die Kamera aus. So. Erstmal ein Schlückchen Wasser. Sorry. So, das war's und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich jetzt erstmal beim Denkige Gamer und beim Olli von Die Wutbürger bedanken für die super Gastbeiträge. Links zu den Kanälen gibt's natürlich in der Videobeschreibung und ich kann euch natürlich auch nur beide Kanäle sehr empfehlen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt oder einen Daumen nach oben oder vielleicht auch den Kanal abonniert, ist aber auch alles keine Pflicht. Und vergesst nicht, spielt, habt